Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Tanks. Und zwar heute wieder mit dem Sir Nossi. Die Folgen habe ich schon aufgenommen. Das war im Endeffekt ein Abend, wo wir zusammen gezockt haben. Das ist jetzt die letzte Folge mit dem Sir Nossi. Aber ja, wie beim letzten Mal auch in dieser Art und Weise in Form der Anmoderation. Ich würde das wahrscheinlich öfter so machen, wenn ich mit Nossi zusammenspiele. Und heute gibt es so die pure TD-Action. Einmal mit der SU-152. Mit einer tollen HE-Knifte. Ja, also die Kanone hier drauf. Der Nossi hat mir verraten, dass er eigentlich gar nicht sagen will, mit was er spielt. Er spielt mit Gold Only. Ich habe das dann einfach mal gleich getan und habe mir Gold und HE geladen. Habe aber relativ viel HE auch geschossen, glaube ich. Und, hoppala. Die zweite Folge, ein bisschen verrückt war die. War mit dem E25. Ich glaube, so ein Match oder so ein komisches Match hatte ich länger nicht mehr. Also guckt es euch einfach an. Ich fand es wirklich sehr merkwürdig, wie der ganze Spielverlauf war. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann, euer Rio. Ciao. In so einem Match, wenn du da nämlich ordentlich mit einer HE-Schelde triffst, zum Beispiel irgendwie so ein Nashorn oder ein Cromwell oder sowas, tut es ja, dann gut, auch schon weh. Die platzen dann ja auch natürlich, ja. Ich mag also es, wenn ich mit dem Ding einen Ammo-Rack rausdrücke. Wo wollen wir hinfahren? Das macht Spaß, wenn wir zusammentrommeln. Ja, genau, das wäre gar nicht schlecht. Ja, keine Ahnung. Entweder wir drücken hier mit oder... Die haben ja auch nichts mit Sichtweite. Im Prinzip könnten wir uns auf G1 oder sowas stellen, weißt du? Na dann los. Ich nehme auch einfach mal Heat mit rein. Wir hoffen, dass da einer was aufmacht. Der Vorteil ist nämlich, du kommst halt oben an die Kurve ran, wenn die rumziehen. Mhm. Klingt wie ein Rasenmäher mit dem Gnomenfasers. Naja, ja, die neuen Sounds sind sowieso irgendwie komisch. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, bei mir werde ich momentan öfter gefragt, ob ich denn nicht mit den normalen Sounds spiele. Also ich finde, dass sich manche Kanonen noch mehr wie Knallerbsen anhören als früher schon. Ich habe ein Nashorn gefunden. Ein, zoom ein, zoom ein. Ah, da hinten. Oh, 19 Schaden mit Heat. Juhu! Das ist ein T25-2. Daneben. Ja, der steht aber gar nicht mal so schlecht. Oh. Auf den habe ich gar nicht geschossen. Ich habe T58 anvisiert. Das ist eine Scheiße. Der war gar nicht offen. Kurios. Ich stelle mich mal hier in den Busch. Ja. Das ist aber geil, wenn du mit 15 Meter hinter dem Busch stehst, du gehst ja nicht auf. Das ist ja das Geile. Ja, das Ding hat halt so einen dreckigen Camo-Wert, ey. Boah, das ist so geil, ey. Ich meine, du kriegst ja auch Gefechte, wo du gar nichts triffst, halt, wo eigentlich nichts geht, ne? Aber Gefechte, wo du was triffst, die machen das wieder weg. Ist dann sozusagen Bonus, wenn wir den beide gerade spielen. Einer muss ja treffen. Ja, einer muss. Deswegen, das geht mir auch mit dem Rheinmetall. Ich spiele ihn ja auch nur mit dem Flakgeschütz. Also mit dieser 15er Pack da oben drauf. Und da hast du halt Runden, da triffst du gar nichts. Also gefühlte 100 Runden nichts. Und hast dann halt auch Runden, nur da triffst du alles. Der ist doch jetzt noch ein bisschen ungenauer geworden, oder? Täusche ich mich. Ja. Oh, sogar geammo-racked für 38 HP. Jawoll. Oh Mann, vor allem das lohnt sich alles nicht, weißt du, man trifft ja wenigstens, aber macht ja keinen Schaden, weil die ja nichts mehr haben hier. Bis auf halt der Typ vorhin halt. Versuch mal an den Chinu da ranzukommen. Oh, warte mal, die ES. Ja, die ist noch hinten hinter, die muss mal rüberkommen. Und rechts könnte es ein bisschen knappig werden. So, mal gucken. Ich stelle mich jetzt mal hier hin. Irgendwas wird hier schon passieren. Ist er erst weggefahren? Hm. Da ist er. Da ist er halt, aber der wird auch nicht vorkommen halt. T25-2, der steht, da komme ich überhaupt nicht ran. Aber hier ist ja eigentlich nichts mehr. Die sind alle offen bis auf den Steward. Sauber. Genau so muss das aussehen. Ich dreh mal um, da kommt gleich schön was zum Kaputtschießen. Mhm, ich
Ich bin jetzt auch gerade. Den da wollte ich nur noch mitnehmen. Ja, super. Verzichte jetzt auch mal kurz auf die IS. Macht der da alle nacheinander weg oder was? Gerade schon. Ja, ich bin auch gleich da. Okay. Ah, so muss das aussehen. So schön. Nein, ich bin abgeprallt. Scheiße. 8 Sekunden, ich werde mir eine Fangmasche an. Der sieht mich gar nicht. Der schießt auf den Tiger P. Ich nehm die IS. Ja, okay, dann drehe ich mich mal. Super. Wird es weg. Nummer 2244, die müsste eigentlich blind in den Natter sein. Abgeprallt, warum auch immer. Scheiße, ich schieß drüber weg, gell. Nee, für Entfernung ist das Rohr nix. Puff, Laudi. Bin mir in seinem Tod noch 350 reingeknallt. Nur noch mal gucken, was mit der IS da hinten machen. Das ist aber jetzt eine andere. Nee, das ist immer noch die IS. Das ist. Kriegst du die rein? Sehen, ich sehen. Ja. Oh, schön. Bäm. Gucken, ob ich den Steward. Eigentlich würde ich ja wollen, würden, haben wollen, ne? Den Steward da hinten. Aber ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Ich auch nicht. Oh, lol. Ich hab mich gegenseitig weggeknallt. Sehr gut. Das nennt man Aufopferung fürs Team. Ja. So muss das aussehen. Das mit dem BDR, da habe ich wirklich blöd geguckt. Hä? Hat's denn ausgeschaltet? Eieieiei. Ja, schöne Runde. Sehr schön. Oh, und alles harte Dinger, ey. Eieiei. Das ist ein interessantes Matchup. Das ist wirklich sehr interessant. Ja, ich habe Spaß. Fahr mal denn hin. Ich hab keinen Plan. Ich stell mich sonst eigentlich immer ganz gerne in die Stadt mal rein halt, aber das mache ich eigentlich nicht mit dem dann. Also mit der Hellcat mache ich das ziemlich gerne, weil die eine gute Sichtweite hat halt und halt einen drehbaren Turm. Ich glaube, wir fahren erstmal da oben hin. Einsatzmeierlinie irgendwie und guck mal, was da passiert, was da anfängt. Sind da eigentlich alle relativ lahmarschig. Also normalerweise müssten wir schon mal irgendwo hinkommen, wo wir die vielleicht überraschen können irgendwie, ein, zwei Sachen reindrücken können. Dürften eigentlich nicht schon über die Edge-Line kommen. Also ich sag mal, wenn einer alleine kommt, den müssten wir eigentlich, selbst wenn wir uns einen fangen oder sowas, den müssen wir mal runterhämmern können. Ja, das denke ich schon. Aber wir haben auch Brocken, viele Heavys. Ja, ja, ganz komisches Match hier. So, lass mal sehen. Da hinten müsste eigentlich irgendwas kommen. Oh ja. Nein, er hat mich getroffen. Ich komme hier gerade noch nicht so wirklich ran. Und Tanius. Aha, aber ich habe ihn mir wieder geholt, den Hit. So, jetzt warte ich. Ich komme nicht mal nach Kommandoluke vom Tiger P durch. Ja, jawohl. Ich würde dir empfehlen, auf den Tiger. Oh, scheiße. Ja, Tiger, da komme ich nicht ran, weil der Tiger P da oben steht. Weißt du, muss ich noch weiter vor. Gut, also ich würde mich erstmal hier zurückfallen lassen. Jo. 400 Damage habe ich rausgedrückt, dafür habe ich dummerweise auch 400 Damage reinbekommen. Also. Nö, Damage Train ist anders. Ja, ich bin gerade noch im Minus-Soll drin. Südseite fällt total auseinander. Bitte? Südseite fällt total auseinander, unten die Insel. Ja, wir können mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwie rankommen. Oder wir können den Lux da unten wegdrücken. Oh, guck mal da, der Lux. Geh mal auf den Lux rauf. Boah, Alter, ist die Nudel krumm bei dem Blick? Da gibt's ja gar nicht hin.
so. Oh, der Lux ist schon fast tot. Der ist tot. Oh oh. Nein! Fuck it. Scheißendreck. Hat er tatsächlich noch einen aufdrücken können. Ärgerlich. Boah, im Süden ist ja richtiges Getummel. Wir müssen irgendwie an die Südseite rankommen. Vielleicht wenn wir uns ans Ufer stellen oder so bei der Stadt. Das Problem ist, da hältst du nicht mehr wirklich viel. Oder wir fahren in Cap rein. Weil, willst du mit zwei TDs gegen... Wir sind da 7? 8? Da sind viele, ja. Na gut, dann lass uns Richtung Cap fahren. Den Kollegen dazu nur noch wegdrücken. Ja, weil gegen die Heavy Brigade packen, das packen wir nicht mit den E25. Am dritten Schuss bist du spätestens offen. Ja. Ja, vor allem stellen die sich da alle einfach. Oh, da sind ja noch zwei Heavys. Das halt so rum, wa? Jo. Hat zwar nur 124 Schaden, aber naja denn. Die Tuschein, der scheint auch nichts dagegen tun zu wollen. Die ES. Oh, er ist abgeprallt. Das war's. Jo. Yay! Was komische für Runde. Ja, echt merkwürdig. Ja, aber du kannst ja auch nichts machen, halt. Du kannst ja, entweder stehst du irgendwo hinten halt, aber so im Face-to-Face halt, brauchst du mit dem E25 nicht nach vorne fahren, wenn du nur Heavies hast. Auf keinen Fall.